Leute, heute gibt's ein stark angefragtes Rezept. Endlich, endlich. Ihr habt all die Jahre gesagt, Kiki, wann machst du endlich Sarma? Und heute ist es soweit. Heute machen wir Sarma, gefüllte Weinblätter, auf Arabisch. Waragana. Genau, und es gibt bestimmt noch ganz viele andere Begriffe dafür aus anderen Ländern. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Was es auch gibt, sind viele verschiedene Arten, Sarma zuzubereiten. Heute mache ich so ein bisschen typisch türkisch, wobei auch in der Türkei unterscheiden sich die Zubereitungsweisen. Ihr könnt mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr anders macht und wie ihr das zubereitet, denn ich denke mal, im arabischen Raum werden sie auch noch mal anders gemacht, ne? Ich glaube, in den türkischen Raum machen wir das mit Öl ein bisschen, oder? Ja, es gibt auch eine libanesische Variante, da ist dann auch noch mal richtig viel Olivenöl. Manche Türken machen das dann auch ganz komplett ohne Öl, beziehungsweise mit ganz wenig, dass es schön knackig ist. Auch irgendwie sehr ölig, meine ich. Genau. Also, man kann das Thema breitschlagen, ganz viel drüber reden. Das können wir gerne in den Kommentaren machen. Ich zeige euch jetzt zuallererst mal die Zutaten. Wir benötigen Rundkornreis, außerdem Weinblätter. Hier habe ich Petersilie und Zwiebeln, an Gewürzen Salz, Pfeffer, getrocknete Minze und Paprikaflocken. Hier habe ich Olivenöl, Paprikamark und Tomatenmark, außerdem Granatapfelsirup, eine Zitrone und Kartoffeln. So, wir beginnen jetzt mit der Füllung und die besteht ja aus Reis und so ein paar Gewürze, Tomaten und Paprikamark, alles was ihr gerade gesehen habt. Bis auf Zitrone, Kartoffeln und Weinblätter geben wir jetzt nämlich alles zum Reis und verkneten das ordentlich mit den Händen. Und in meine Füllung kommt immer Granatapfelsirup. Leute, es schmeckt so gut. Das schmeckt ja so ein bisschen süßsäuerlich. Gib da ruhig 1,5 Esslöffel ungefähr rein. Und das Beste, das gibt's in meinem Shop. So, und jetzt alles ordentlich durchkneten. Du bist gut gekloppt, ey. Ja, ich weiß. So, jetzt habe ich alles gut durchgeknetet. Das Ganze dauert ja nur eine Minute und jetzt ist die Füllung fertig und wir widmen uns den Weinblättern. Das war's schon jetzt? Ja, sozusagen. Warum dauert das nur so lange dann? Das dauert lange, weil wir das jetzt befüllen werden. Und seid ihr auch dafür, dass Hamza mir gleich schön fleißig hilft? Ach so, das Rohr. Ach so. Ja, also so ganz fertig sind wir noch nicht. Okay. Ich zeige euch jetzt mal die Weinblätter. Entweder habt ihr das Glück und ihr könnt frische pflücken. Viele machen das ja auch so, die pflücken das und frieren das dann ein und dann kann man sie kochen und abschrecken und dann sind sie eben bereit. Das Glück hatte ich jetzt leider nicht. Ich hatte keine frischen da, habe jetzt die konservierten genommen aus dem Glas. Wichtig ist, Leute, ihr müsst die richtig schön ausspülen, denn da ist ja Salz drin in dem Wasser. Und sonst schmeckt das am Ende viel zu salzig. Ich habe es jetzt zweimal ausgespült und dann habe ich auch noch den Stiel entfernt und jetzt befüllen wir das Ganze. So, jetzt habe ich hier schon ein bisschen was vorbereitet und ich zeige euch mal meine Einrolltechnik. Wichtig ist, dass wie gesagt die Stiele ab sind, die brauchen wir hier nicht. Und dass ihr die grobe Seite nach oben macht, also die glatte Seite kommt nach unten. Und jetzt nehmen wir uns immer circa einen Teelöffel von unserer Reisfüllung, geben das hier unten. Ah, das war nicht ganz ein Teelöffel. Geben das hier unten einmal drauf. Und jetzt fangen wir an, einfach hier einzurollen. Und wichtig ist, dass es ganz eng eingerollt wird. Und sobald wir dann in der Mitte angekommen sind, nehmen wir die Seiten, klappen die einmal ein und dann weiterhin sehr eng bis zum Ende hin aufrollen. So, jetzt habe ich alles vorbereitet. Natürlich haben sie mir nicht geholfen. Ja, hat es euch gewundert? Als ob ich das mache, ey. Bei mir werden die alle schief rumliegen. So. Nein, das hättest du auch gut hinbekommen. Ich glaube, die werden spätestens im Topf aufgegangen und dann hättest du mich angestehen. Apropos im Topf aufgehen, jetzt ist es nämlich wichtig, dass wir das alles vernünftig im Topf schichten. Es kann sein, dass es euch unten anbrennt, deswegen hat man immer diesen Trick, so ein paar Weinblätter, die zerbrochen oder hässlich sind oder die man nicht gebrauchen kann, ne? Ihr wisst, wie ich das meine, dass man die einfach auf den Topfboden gibt. So.
Und danach nehmen wir Kartoffelscheiben, ganz einfach, weil die Weinblätter ja relativ salzig sind. Wir haben es zwar schon ausgespült, aber zur Sicherheit gibt man auf den Topfboden jetzt nochmal dicke Kartoffelscheiben. Die fangen nämlich das Salz auf. Also die müssen auch nicht gekocht sein oder so? Nein, die sind roh. Also die müsst ihr nicht vorkochen, das wäre ja Quatsch. Aber das schützt einfach nochmal zusätzlich. So, jetzt ist die erste Lage Salma im Topf und wichtig ist, dass ihr das schön eng aneinander anreiht. Das heißt, nicht so viel Platz lassen, damit sie euch auch nicht aufgehen. Und ich mache jetzt die zweite Schicht und gebe sie dann ganz einfach oben drüber. Auf die Salmas kommen jetzt Zitronenscheiben. Die sind unverzichtbar und dadurch wird es erstmal so richtig lecker. Die gebe ich jetzt ganz einfach oben drauf. Und jetzt nehmt ihr euch irgendeinen Teller, der in den Topf passt und gebt ihn umgedreht oben drauf. Das beschwert das Ganze nochmal ein bisschen und bewirkt, dass es eben nicht aufgehen kann. Wenn wir jetzt alle Schritte beachtet haben, dann haben wir hinterher perfektes Salmas. Jetzt brauchen wir kochendes Wasser, also das sollte schon aufgekocht sein, und geben das oben drüber. Also das Wasser gerade so, dass die Salmas bedeckt sind und nicht mehr, der Topf darf nicht überschwemmt sein von Wasser. Jetzt gebe ich oben drüber noch ein kleines bisschen Olivenöl. Das ist auch Geschmackssache. So, also das hat meine Mutter gezeigt. Also einfach über den Teller. So am Rand so ein bisschen. Ist natürlich nochmal Geschmackssache. Generell gilt übrigens, es soll ja Leute geben, die kein Olivenöl mögen. War bei mir früher übrigens auch so. Echt, als Jugendliche mochte ich kein Olivenöl und mittlerweile liebe ich das. Und wenn ihr das nicht mögt, könnt ihr das im Rezept komplett durch Rapsöl ersetzen. So, jetzt hat die liebe Kiki keinen Deckel für ausgerechnet diesen Topf, den ich für Salma benötige. Deshalb gebe ich da gleich nochmal einen ganz normalen Teller oben drauf. Hauptsache, es ist luftdicht verschlossen und dann gehen wir rüber zum Herd. So, das Wasser kocht und es muss auch jetzt gar nicht lange kochen. Wir gehen jetzt runter mit dem Herd auf die mittlere Stufe. Ich würde sogar fast sagen, etwas niedriger als die mittlere Stufe. Und jetzt muss das so circa eine Stunde vor sich hingaren. Ihr könnt natürlich auch zwischendurch mal eins öffnen, schauen, ob es vielleicht schon durch ist. Es kommt natürlich auch immer auf die Menge an, die ihr zubereitet. Ganz kurzer Hinweis, falls ihr noch Füllung übrig habt, dann schnappt euch einfach Paprika und befüllt die mit der Füllung. Und dann könnt ihr es eigentlich im Prinzip entweder mitgaren lassen im Topf. Oder in meinem Fall, so habe ich nämlich für morgen schon mal Essen vorbereitet, könnt ihr das auch im Ofen garen mit einer Tomatensauce. Die rote kriege ich. Ja, habe ich mir schon gedacht. Hamza will immer die rote. Ich bin auch mit der grünen zufrieden. Dann sehen wir uns gleich. Und weil ja Ramadan ist, macht es ja keinen Sinn, jetzt zu warten, bis sie fertig sind, denn ich kann ja eh nicht vor der Kamera probieren. Aber ich versichere euch, sie sind sehr, sehr würzig und lecker. Und nach der Anleitung darf euch eigentlich auch nichts schief gehen. Also ich warte jetzt noch die Garzeit ab, dann seht ihr, wie ich das Ganze serviere. Dazu passt am besten Zitrone. Joghurt. Zitrone auch. Nein, hast du eigentlich gar nicht mal so unrecht. Ja. Da haben sie erwartet manchmal nicht, dass ich ihn frage und dann so. Das ist für mich so wie so ein Test, wie so, wenn der Lehrer mich dran nimmt immer. Wie in der Schule? Ja. Ja, auf jeden Fall passt dazu sehr gut Joghurt und gerne auch Zitrone und ein Salat. Und ich mag es auch gerne als Hauptspeise. Haben sie gesagt, das ist eine Beilage, das ist kein Hauptgang. Keine Beilage, das ist gar nicht. Naja, wir haben ja noch Essen von gestern und das essen wir dazu. Und wer mir auf Instagram folgt, der sieht auch immer, wie wir Iftar machen, wie es dann so aussieht bei uns. Genau, ansonsten folgt mir gerne dort und hier sowieso, wenn ihr es noch nicht schon längst tut. Was wollte ich noch sagen? Ich bin ein bisschen aus dem Konzept raus. Ja. Weil sonst warte ich mal, bis es fertig ist und rede dann erst. Naja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Schaut in die Info. Ich habe auch Hunger, genau. Schaut in die Infobox für die genauen Mengenangaben. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss. Und merkt, du hast Hunger. Definitiv.